manchmal so angucke, dann denke ich, das größte Wunder ist, dass er durch den Panzer unseres Herzens durchbricht. Dass er wirklich uns erreicht und unsere manchmal so harten, verhärteten Herzen wirklich weich macht. Dass wir bereit sind zu hören, wirklich zu hören, was Gott selber sagt. Vielleicht geht es euch manchmal ähnlich wie mir und sagen, Leute, ich muss mit dir sprechen. Und dann gehen bei mir so innerlich schon so kleine Klappen hoch. So kleine Festungen, so, boah, was will der von mir? Wehe, der sagt mir irgendwas. Wenn Gott mit uns reden will, dann können wir diese Klappen unten lassen. Weil er immer, immer, immer als der liebende Retter, als der Heiland mit uns redet. Er will, dass wir heil werden. Wir können bei Jesus tatsächlich diese Mauern unten lassen und sagen, Herr, hier bin ich, jetzt kannst du reden. Und ich möchte einfach zu Beginn nochmal mit uns beten, dass das passiert. Jesus, danke, dass das wahr ist. Dass das nicht nur eine Idee von uns ist, sondern dass das wahr ist. Dass jedes Wort, was du redest, dass du das sagst, damit wir heil werden und damit wir Heil für andere bringen. Dass wir uns verändern, dass wir mit unserem Leben wirklich mehr von dir reflektieren. Jesus, wir beten darum, dass wir heute Morgen unsere kleinen Mauern abreißen können. Dass wir ganz bewusst sagen, Herr, hier sind wir, rede du. Heiliger Geist, wir beten darum, dass du kommst und mit uns redest. Amen. Als Pastor hat man ja manchmal das Recht, einfach zu sitzen, nachzudenken, Menschen zuzuhören. Und das war in den letzten 2 Wochen manchmal sehr interessant, weil Leute so erzählt haben, wie es ihnen im Augenblick wirklich geht. Und was das, was wir aktuell so sehen in den Nachrichten, ich weiß nicht, ob ihr Zeitung lest oder dann eher am Computer unterwegs seid oder per Handy, was so in den Nachrichten auf uns zukommt, auch an Bildern. Und ich habe mit einer Reihe von Leuten gesprochen, die sagen, das erschreckt mich, ich will das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr hören, das macht mir Angst. Und ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Ich merke, wenn ich im Augenblick die Nachrichten lese, dann wird mir manchmal auch ein bisschen mulmig. Und ich merke, wie es mir dann gut tut, dass ich morgens, das ist so meine Zeit, dass ich morgen erstmal nach oben in mein kleines Büro gehen kann und mich hinsetzen kann und dann schnappe ich mir meine Bibel und dann lese ich. Und lese und lese und lese. Und ich merke, je mehr ich lese, desto mehr fängt mein Herz wieder an, Ruhe und Frieden zu finden. In dieser Woche habe ich für mich den Daniel-Propheten mal wieder durchgelesen. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich mir den rausgesucht habe. Manchmal mache ich das einfach nach dem Einfingerprinzip, Bibel aufschlagen und gucken, wo der landet. Aber ich habe gemerkt, wie mir das gut getan hat, weil ich dort Dinge gelesen habe, die mir geholfen haben, all das besser zu verstehen. Und deshalb habe ich heute eine Predigt, die nennt sich Das Geheimnis der Zuversicht. Das Geheimnis der Zuversicht mitten in dem Chaos, in dem wir leben. Das Geheimnis der Zuversicht inmitten von Nachrichten, die einem eigentlich nur noch Angst machen können. Das Geheimnis von Zuversicht, wenn überall nur noch von Krieg und Katastrophen die Rede ist. Was ist dieses Geheimnis? Ich habe das genannt, gegründet in Gottes heiligen, ewigen. Es gibt immer 2 Wahrheiten. Das ist ganz wichtig, dass wir das grundlegend verstehen. Es gibt immer 2 Wahrheiten. Die sichtbare Wahrheit, das, was die Bilder mir als scheinbare Realität vor Augen machen, und die Gotteswahrheit dahinter. Das ist ganz wichtig, dass wir den Unterschied kapieren.
was wir als Bildern nehmen, hat noch lange nichts mit Wahrheit zu tun. Bilder werden vor Augen gemalt und Bilder werden Geschichten erzählt. Aber diese Geschichten sind dann nicht unbedingt Wahrheit. Die Wahrheit dahinter ist, dass ein Gott da ist, der wirklich diese Welt in seiner Hand hält. Und deshalb glaube ich, dass wenn wir wirklich gegründet sind in diesem einen heiligen, ewigen Wort, und ich meine das ausdrücklich auch mit diesen Beschreibungen, es ist das eine Wort, das wirklich da ist. Es ist das heilige Wort, weil es von Gott direkt kommt. Es ist das ewige Wort, weil es Bestand hat in Zeit und Ewigkeit. Wenn wir hier drin gegründet sind, wenn das die Wahrheit ist, dann können wir durch das ganze Chaos unserer Welt durchgehen, weil wir wissen, es ist einer da, der größer ist. Es ist einer da, der trägt. Es ist einer da, der festhält. Und wenn ich zu diesem Jesus gehöre, dann kann ich fröhlich nach vorne gucken, weil ich weiß, mein Herr ist da. Er hält mich fest. Das Geheimnis der Zuversicht, gegründet in Gottes heiligem, ewigen Wort. Ein paar Gedanken dazu jetzt ganz praktisch. Was bedeutet das für mich? Und ich rede jetzt ganz viel auch von mir. Was bedeutet das für mich in meinem Leben, in meinem Alltag? Das Erste, wenn ich dieses Wort habe, dann sehe ich das größere Bild. Das ist ganz wichtig. Ich sehe das größere Bild. Wir sind gewohnt, ich habe jetzt noch nicht mal so ein Ding bei mir, ein Handy in der Hosentasche zu haben. Und auf diesem Handy haben wir so einen kleinen Bildschirm. Und dieser Bildschirm zeigt uns in dem Moment die Wirklichkeit. Ja? Und vielleicht kennt ihr das so ein bisschen, zumindest die Jüngeren unter euch, man kann auf diesem Bildschirm Bilder auch kleiner und größer zoomen. Wenn ich ein Bildschirm, dieses Bild kleiner suche, das heißt, das Bild größer mache im Endeffekt, dann sehe ich immer mehr. Und wenn ich das Bild ranzoome, dann wird der Ausschnitt immer genauer. Das heißt, ich sehe einen Teil immer deutlicher. Was wir in unserer Welt haben, und so leben wir, so ticken wir, das ist einfach so, ist, dass wir normalerweise gewohnt sind, auf einen kleinen Ausschnitt zu gucken. Und das ist, als würde ich jetzt versuchen, durch meine Hände euch zu sehen. Dann sehe ich immer so 3, 4 Leute, 5 Leute auf einmal. Das ist was völlig anderes, als wenn ich die Hände wegnehme und mehr oder weniger euch als ganze Gemeinde sehe. Ich habe, das habe ich ja eben schon gesagt, das Buch Daniel für mich in meiner stillen Zeit diese Woche durchgelesen. In dem Buch Daniel taucht eine Sache immer und immer und immer wieder auf. Nämlich, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Dass er auf dem Thron sitzt. Dass er regiert. Dass er Könige einsetzt und dass er Könige vom Thron runternimmt. Dass er derjenige ist, der im allerletzten die Weltgeschichte lenkt. Das können wir uns vielleicht manchmal nicht vorstellen, wenn wir die Weltgeschichte sehen, mit dem, was passiert. Aber wenn ich mir dann das große Bild angucke, und ich nehme jetzt mal ganz bewusst das Volk Israel, was, es ist nun mal Gottes Volk, wo sich Gottes Handeln am deutlichsten sehen lässt. Wenn ich mir die Geschichte des Volkes Israel angucke, dann ist diese Geschichte absolut unlogisch. Das muss man sich wirklich mal angucken. Die Geschichte des Volkes Israel ist faszinierend. Und wir haben im Alten Testament ja nun viele Erzählungen, was im Einzelnen passiert ist. Dass dieses kleine Volk bis heute existiert, ist ein Wunder Gottes. Und ich habe mir, weil ich genau wie ihr wahrscheinlich auch besser verstehen möchte, was in dieser Welt passiert, ich habe mir nochmal ganz bewusst so auch die Geschichte des Volkes Israel der letzten 150 Jahre angeguckt.
dann 1948, als das Volk Israel, der Staat Israel offiziell gegründet wurde mit der Unabhängigkeitserklärung. Und kaum war die Unabhängigkeitserklärung gesprochen, ist die gesamte arabische Welt auf dieses kleine Volk eingestürmt und wollte es wortwörtlich ins Wasser treiben, damit kein einziger übrig bleibt. Ein Staat, seit wenigen Stunden gegründet, angegriffen von Hunderten von Millionen, die drumherum wohnen. Man muss sich das mal auf einer Landkarte angucken. Wir haben das im Seniorenkreis diese Woche gemacht. Ein klitzekleines Land am Rand des Mittelmeeres und diese gigantische arabische Welt. Und Israel besteht bis heute. Der Sechstagekrieg, wieder genau das Gleiche. Und Israel besteht bis heute. Und jetzt sehen wir das im Augenblick wieder, dass von Norden und von Süden die Angriffe kommen. Und Israel wird weiter bestehen. Warum? Weil es Gottes Volk ist, weil ein Gott da ist, der im Regiment sitzt. Und das, was für dieses große Volk Wahrheit ist und was Israel immer wieder erleben kann, und das ist jetzt die ganz wichtige Schlussfolgerung, das gilt im Tiefsten auch für unsere Welt und für unser Leben. Am Ende sitzt mein Gott im Regiment meines Lebens. Ich gehöre ihm. Das ist die Voraussetzung. Darüber haben wir die letzten Wochen in der Zeltkirche oft genug gesprochen. Christentum heißt nicht, ich finde gut, was Jesus sagt und ich sympathisiere damit, sondern ich übergebe ihm mein Leben. Er ist mein Leben. Ich habe letzte Woche ein spannendes Gespräch gehabt, ein ganz tolles Gespräch mit jemandem, den ich sehr schätze. Der sagt an einem bestimmten Punkt, aber das ist mein Leben. Habe ich gedacht, nein, genau das ist der Knackpunkt. Es ist nicht mehr dein Leben, wenn du zu Jesus gehörst, es ist Jesu Leben. Ich gehöre nicht mehr mir, ich gehöre Jesus, ich bin sein. Und wenn ich das sagen kann, dann kann ich auch fröhlich in diesem Alltag rumlaufen und sagen, mein Gott regiert und mein Gott regiert in meinem Leben und egal was passiert, ich bin sein und er hält mich fest, er trägt mich durch und am Ende werde ich bei ihm sein und erleben, dass er wirklich der gute Vater im Himmel ist. Das größte Bild zu verstehen, dass er wirklich regiert. Ein zweites, Gottes Wort zeigt mir das Kommen. Gottes Wort zeigt mir das Kommen. In der Bibel gibt es unheimlich viele zeitliche Vorhersagen der Bibel. Es gibt ja in der Prophetie zwei Dimensionen. Einmal sagt die Prophetie Gottes Perspektive auf mein Leben an. Das heißt, die Prophetie sagt ganz deutlich, das ist aus Gottes Sicht richtig oder nicht richtig. Und das zweite ist, dass Gott wirklich Bilder in die Zukunft malt und sagt, das und das wird kommen. Und ich nehme euch jetzt mal mit in eine fast zweistündige stille Zeit, die ich vor wenigen Tagen hatte, wo ich dieses Danielbuch gelesen habe. Und da steht, wird im Danielbuch davon erzählt, was kommen wird. Und man muss dazu wissen, der Prophet Daniel hat gelebt irgendwo in den Jahren 580 oder war am Hofe des Königs dort in Babylon. 580 bis so Pi mal Daumen, 539, 38, 37. Man kann das nicht so ganz genau festlegen. Aber in diesen 40, 50 Jahren hat er gelebt. Ganz grob 580 bis 539.
Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen, werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeit. Und nach den 62 Jahrwochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das ist zugegebenermaßen eine schwierige Stelle und ich möchte euch jetzt mal kurz damit mitnehmen. Und ich weiß, das ist jetzt viel verlangt an einem Sonntagmorgen. Aber bitte versucht mir mal zu folgen, weil es ist faszinierend. Es ist wirklich faszinierend, wenn man bedenkt, dass diese Worte etwa 550 Jahre vor Christi Geburt geschrieben worden sind. 550 Jahre vor. Der Prophet Daniel hat von Gott dieses Wort bekommen. 70 Jahrwochen steht da am Anfang. Jetzt muss man ein ganz bisschen verstehen, wenn die Bibel von diesen Jahrwochen redet, dann sind das nicht 70 Wochen, sondern 70 mal 7 Jahre. Eine Jahrwoche sind 7 Jahre. Okay? Eine Jahrwoche, 7 Jahre. Hier steht 70 Jahrwochen. Das heißt, wir reden über einen Zeitraum von 490 Jahren. 7 mal 7, kleines 1x1 habt ihr noch, ne? Okay. Also, wir reden über einen Zeitraum von 490 Jahren. Und er sagt, in 490 Jahren wird etwas passieren, das absolut unglaublich ist. Und jetzt unterteilt er das sogar noch. Von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem gesalbten Fürsten sind es 7 Jahrwochen und 62 Jahre. So, da sind es plötzlich nur noch 69. 69 Jahrwochen sind nach der Mathematik 483. Einverstanden? Also ich weiß, das ist viel, aber ihr könnt das zu Hause gerne nachrechnen. 483. Und der Zeitpunkt, auf den es sich bezieht, von wo aus da quasi gerechnet wird, der ist hier beschrieben. Und nach diesen 62 Jahrwochen wird der Gesalbte, da steht ausdrücklich im Hebräischen, der Messias, wird der Gesalbte ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Das ist ganz eindeutig ein Hinweis auf Jesu Tod. 32, 33 nach Christus, je nachdem, wie man das rechnet. Das heißt, der Prophet sagt, man kann das mit Jahren genau rechnen, wie das aussehen wird. 483 Jahre. Und wenn ich jetzt von dem Jahr 32, 483 Jahre zurückrechne, lande ich im Jahr, okay, das musste ich mir auch auf dem Papier ausrechnen, dann lande ich im Jahr 457 vor Christus. Das heißt, Daniel sagt, der Prophet Daniel sagt hier, im Jahr 457 vor Christus wird ein Wort, ein Erlass ausgehen, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und wenn ich jetzt diese 483 Jahre berechne, im Jahr 457, hat Artaxerxes, der damalige babylonische König, einen Erlass ausgegeben an 445 hat Artaxerxes einen Erlass ausgegeben, an Nehemia die Stadt wieder aufzubauen. Man muss eine Sache dabei wissen, und das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Prophetische Jahre haben 360 Tage, nicht 365, wie das normalerweise ist. Deshalb fehlen ein paar Tage, ein paar Jahre. Ich kann euch das gerne auch nochmal, ich habe jetzt überlegt, ob ich das auf dem Bildschirm mache, aber das wird alles zu kompliziert. Das Endergebnis ist, im Jahre 500, etwa 500,
Messias in dieser Zeit kommen soll. Und sie haben gewartet darauf, sie haben gehofft darauf, weil sie diese uralten Prophezeiungen hatten. Sie konnten es in ihrer alten Bibel nachlesen. Und jeder Jude kannte diese alte Stelle. Sie konnten es nachlesen, dass der Messias genau in dieser Zeit kommen soll. Woher konnte das der Prophet Daniel wissen? Weil Gott selber mit ihm geredet hatte. Das begeistert mich so unglaublich. Vielleicht merkt ihr das, vielleicht lacht ihr auch drüber. Okay, kein Problem. Aber es begeistert mich, dass man die Bibel so genau ernst nehmen kann. Dass wirklich die Zahlen und die Worte da drin stehen, dass sie historisch verifizierbar sind. Einer der Leute, die ich immer wieder gerne höre, Roger Levy, hat das mal in einem sehr ausführlichen Vortrag lang und breit vorgerechnet. Wenn ihr meiner Rechnung nicht folgen kommt, er rechnet euch das eine Stunde lang vor. Ja? Aber es ist faszinierend. Dieses Buch sagt 500 Jahre bevor es passiert, bis auf das Jahr genau voraus, was passieren wird. Das ist absolut unlogisch. Es sei denn, wir haben es mit dem Gott zu tun, der der Herr der Geschichte ist und der ganz genau weiß, wie diese Weltgeschichte laufen wird. Was mir diese Stelle an dem Punkt Mut gemacht hat, ist, dass wenn das so präzise, so genau stimmt, was ein Prophet 500 Jahre vor Christi Geburt über das Kommen Jesu gesagt hat, dann hat dieses Buch noch viel, viel mehr Wahrheit. Dann kann ich auch viele von denjenigen, die jetzt noch nicht wahr geworden sind, auch gerade was die Offenbarung betrifft, kann ich wirklich ernst nehmen, weil ich weiß, dahinter stecken nicht irgendwelche Menschen, die vielleicht gedacht haben, so könnte das ablaufen, sondern dahinter steckt der lebendige Gott. Ihr Lieben, wir leben im letzten Kapitel der Weltgeschichte. Das ist Fakt, nach dem, was uns die Bibel ganz deutlich erzählt. Und das Zustandekommen des Staates Israel ist eines der Erfüllungen, die wir in der Bibel finden können. Die Weltgeschichte ist noch nicht zu Ende. Wie sie zu Ende geht, steht hier drin. Und wie sie zu Ende geht, das sagt die Bibel uns ganz deutlich aus der Perspektive dessen, der die Weltgeschichte lenkt. Wir glauben an den Gott, der diese Welt bis heute in seiner Hand hält und bis zum letzten Tag in seiner Hand halten wird, der am Ende die Weltgeschichte lenkt und der uns in diesem Wort immer wieder Einblick gibt, wie es werden wird. Das gibt mir Zuversicht, dass ich an dem hänge, der die Weltgeschichte lenkt, dass ich sogar sehen kann, wie sich Weltgeschichte vor meinen Augen entwickelt, die von Gott gelenkt ist. Und vielleicht noch ein Wort zu der ganz aktuellen Krise da im Nahen Osten. Es wird nicht die letzte Krise bleiben. Das Volk Israel wird der Zankapfel der Nationen bleiben. Und es wird bis zum allerletzten Tag umkämpftes Land und umkämpftes Volk sein. Aber es bleibt Gottes Volk. Und am Ende wird die Welt sehen, dass es Gottes Volk ist. Und wir werden auch sehen, dass dieses Volk unter einem Schutz steht, der nur noch übernatürlich zu erklären. Lest an dem Punkt die Geschichte des Staates Israel, die Entstehung und die ganzen Kriege. Das ist nicht mehr normale Weltgeschichte. Da lebt, da sieht man die Hand des lebendigen Gottes. Gottes Wort zeigt mir das Kommende. Das war damals wahr, vor 2500 Jahren, und es ist heute genauso wahr. Ich würde am liebsten heute Abend eine Bibelstunde darüber machen. Das ist so spannend, was man da im Propheten Daniel sehen kann. Das ist so viel von dem, was wir in Weltgeschichte auch sehen können. Aber dazu ein andermal.
Ein drittes, Gottes Wort zeigt mir mein Leben aus Gottes Sicht. Jetzt wird es sehr persönlich und vielleicht auch unangenehm. Gottes Wort zeigt mir mein Leben aus Gottes Sicht. Und ich habe einen Vers mitgebracht, der so richtig meinen persönlichen Stolz immer wieder zerstört. Das ist ein Vers, den fand ich damals als Theologiestudent ganz toll. Heute ist er immer noch gut, aber ich merke mir jedes Mal, dass er ein bisschen an mir kratzt. Es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Es ist kein Unterschied, weißt du, wisst ihr, ich spreche jetzt mal als Mensch, nicht als Pastor, nicht als irgendwie Theologe. Manchmal passiert es uns ja, dass wir uns für etwas besser halten als die anderen, die um uns herum sind. Habt ihr dieses Gefühl schon mal gehabt? Okay, vielleicht betrifft euch das nicht. Aber mir passiert das hin und wieder, dass ich denke, boah, wenn ich solche Leute sehe, die brauchen wirklich einen Retter. Bei mir, naja, okay, ich habe auch den einen oder anderen kleinen Fehler, ja. Kennt ihr so ein bisschen dieses Gefühl? Irgendwie denkt man doch, dass man besser ist, ehrlicher ist, ethischer ist, gerechter ist als die anderen. Amen, genau. Und dann steht hier in meiner Bibel, es ist kein Unterschied. Ich bin genauso ein Knippkopf wie du. Nee, hier steht es anders. Ich bin genauso ein großer Sünder wie du. Und du bist genauso ein größer Sünder wie ich. Je nachdem, wie die Perspektive ist. Es ist kein Unterschied. Du und ich, wir brauchen alle einen Retter. Wir brauchen alle einen, der für uns die Sünde bezahlt. Wir brauchen alle das Kreuz. Wir haben es alle nötig, dass ein anderer für uns stirbt, weil wir nicht gut genug sind. Gottes Wahrheit über uns. Aber das ist noch nicht alles. Hier steht auch, und alle werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Auf Deutsch, es gibt keinen von uns, für den das Kreuz nicht groß genug ist. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, wenn ich mich angucke, mich kann Gott nicht mehr lieben. Ich bin zu schlecht. Ich habe zu oft enttäuscht. Ich habe zu oft mich gegen ihn entschieden. Meine Bibel sagt ganz deutlich, das ist Gottes Wahrheit über dich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr er dich liebt. Und sein Kreuz ist groß genug für dich. Sein Kreuz ist groß genug für dich. Es gibt keinen, der vor Gott bestehen kann in diesem Raum und jenseits der Mauern. Aber es gibt auch keinen, für den das Kreuz nicht groß genug ist. Wo das Blut nicht die Macht mehr hätte, reinzumachen, wirklich neu zu machen. Gottes Wort zeigt mir mein Leben aus Gottes Sicht. Ich bin zutiefst Sünder, aber ich bin auch zutiefst ein geliebter Mensch, den Gott unbedingt durch sein Blut heil und rein machen will. Ein letztes, Gottes Wort gibt mir Wegweisung für mein Leben. Ich möchte euch aus dem Römerbrief, Kapitel 12, zwei Verse vorlesen. Dort sagt Paulus, so ermahne ich euch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten,
Erste, ich ermahne euch, dass ihr mit Leib und Leben euch Gott zur Verfügung stellt. Wegweisung für mein Leben bedeutet, Gott setzt die Maßstäbe. Gott setzt die Maßstäbe. Das sind wir nicht mehr gewohnt, weil in unserer Welt heißt es normalerweise immer, du musst für dich herausfinden, was wirklich richtig ist. Du musst für dich erkennen, wer du bist, was du bist, wie du bist. Und hier sagt jetzt plötzlich einer nein. Gott setzt die Maßstäbe und der Maßstab lautet, gib dich ihm hin mit Leib und Leben. Das heißt mit deiner gesamten Existenz. Das ist der Maßstab Gottes, die Wegweise Gottes für mein Leben. Und ich sage das jetzt nochmal und werde das immer wieder wiederholen. Es ist die einzige Art und Weise, wie wir als Christen wirklich so leben können, dass wir erleben, was Gott gesagt hat, dass wir erleben, dass seine Zusagen funktionieren. Nur wenn wir ganz mit Jesus leben, ihm ganz gehören, funktioniert unser Leben. Viele von euch haben auf dem Handy mit Sicherheit Google Maps, richtig? Ich schalte das immer an, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich nicht weiß, wo ich hin muss. Und Google Maps braucht das gar nicht mehr zu sehen, sondern ich muss das einfach nur hören, dann weiß ich, wo es lang geht. Dann sagt er mir, fahr hier rechts rum, fahr hier links rum, fahren Sie geradeaus. Wenn ich Google Maps nur jedes zweite Mal folgen würde, würde ich nirgendwo ankommen. Wenn ich bei jedem zweiten Mal nur das tun würde, was Google Maps mir sagt, würde ich wahrscheinlich im Kreis fahren oder was weiß ich. Es funktioniert nicht. Ich muss jeder einzelnen Anweisung folgen. Dann komme ich zum Ziel. Und da steht hier am Ende, ob es zum Ziel führt. Darum geht es. Gott will, dass du zum Ziel kommst. Und das Ziel ist die Ewigkeit, die Vaterarme unseres Retters. Das ist das Ziel. Aber dafür ist es wichtig, dass wir ihm gehören und wirklich ihm folgen. Mit allem. Alles andere führt zu unendlich viel Frust im christlichen Leben. Wenn wir versuchen, 70% oder 80% oder 90% Jesus und 10% unserer eigenen Wege, werden wir an einem Punkt landen, wo es unendlich frustrierend ist, weil wir nicht erleben, dass Gottes Versprechungen für unser Leben wahr werden. Weil wir selbst uns immer wieder Fallen stellen, weil wir selbst immer wieder scheitern werden. Und dann kommt die Frage, warum hat Gott nicht eingegriffen? Hat er. Er hat dir ganz genau gesagt, hier geht's lang und nicht da. Hier. Ich ermahne euch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Christentum ist kein
bisschen auch herausholt aus unserem manchmal bequemen Trott. Gottes Wort gibt mir das große Bild, zeigt mir das Kommende, zeigt mir mein Leben aus Gottes Sicht und gibt mir Wegweisung für mein Leben. Wie können wir heute leben, indem wir in diesem alten Wort verankert sind? Das brauchen wir zum Leben, das brauchst du zum Leben. Es gibt kein Christenleben ohne Gottes Wort. Lass uns im Abschluss noch beten. Jesus, danke, dass du mit deinem Wort mit uns redest. Du hast jetzt heute Morgen mit jedem Einzelnen von uns geredet. Und wir beten darum, dass du die Worte, die von dir direkt kamen, dass du diese Worte wirklich tief in unsere Herzen hineinlegst, dass wir verstehen können, dass wir glauben können und dass wir leben können. Wir brauchen dich.